Hier kommst du nicht durch. Das hilft auch nichts. Sie werden dich umbringen. Geh am Tag raus, dann werden sie sich nicht trauen. Oma, ich muss weg. Was habe ich denen denn getan? Was fragst du mich das? Ich kann nicht wissen, was wirklich gewesen ist. Aber Sie können es auch nicht wissen. Darum geht es gar nicht mehr. Ich will dir glauben. Sie nicht mehr. Dann geh raus und überzeug sie. Du bleibst hier. Was wollt ihr? Ihr könnt nichts wissen. Ihr wart nicht dabei. Komm. Oma, bitte. Siehst du, es ist nichts. Ich werde jeden anzeigen, der ihm was tun will. Die Tür ist abgeschlossen. Ich will nicht, dass jemand rausgeht. Anhand erster Untersuchungen kann man Folgendes feststellen. Was ist denn das wieder? Henry! Jawohl, jawohl. Ich kann deine Klaue nicht lesen. Ich weiß, dafür kannst du besser formulieren. Das nächste Mal machst du es selber. Ich kenne deine Personalakte. Du hattest eine Eins in Deutsch. Das Wort heißt schuldhaft. Heilmann? Ja? Wulfsdorfer Weg 51. Gut, wir kommen. Immer wenn wir Bereitschaft haben. Jetzt unternehmen Sie doch mal was. Die Mordkommission wird gleich hier sein. Was für Mordkommission? Er lebt doch. Gott sei Dank lebt mein Enkel. Sieh doch endlich mal auf, Oma. Stefan, jetzt mach doch mal was. Was ist los, Leute? Was fragst du, hä? Was? Du gehörst doch auch dazu. Sag sowas nie wieder. Er war doch gar nicht da. Also, was ist passiert? Mit dir rede ich nicht. Guten Abend, Herr Kress. Guten Abend. Schauen Sie sich mal um. Kein Mensch zu sehen. Die Leute sind alle in ihren Häusern geblieben. Das ist aber ungewöhnlich. Und niemand hat was gehört oder gesehen? Ich glaube, es kommt noch schlimmer. Guten Abend. Das ist der junge Mann. Danke. Sie sind gefahren? Ja. Das ist, weil alle hier glauben, dass Tom schuld ist, dass Maria ins Gefängnis gekommen ist. Mein Name ist Kress. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Ja, klar. Tom Bernardi. Ich bin seine Oma. Frau Bernardi, wo wohnen Sie? Da hinten. Mein Kollege Heimann wird Sie jetzt nach Hause bringen und Sie erzählen ihm dann bitte alles, was Sie wissen. Ich will aber lieber hier bleiben. Oma, bitte. Kommen Sie.
Was machen Sie auf meinem Grundstück? Polizei. Mein Name ist Riedmann. Verlassen Sie sofort mein Grundstück. Oder haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Und was haben Sie damit zu tun? Ich habe über Funk von der Schießerei gehört. Schießerei? Das war keine Schießerei. Das sollte eine Hinrichtung werden. Und ich wohne da. Der hat meine Schwester Maria hinter Gittern gebracht. Mein Name ist Stefan Karnuth. Ich habe Dienst auf dem Revier 18. Ich möchte Sie heute Nacht noch in meinem Büro im Präsidium sehen. Ja, ich komme. An uns. Ist noch was? Haben Sie keinen Dienst? Doch, Entschuldigung. Setzen Sie sich bitte in meinen Wagen. Warum? Ich will mit Ihnen ins Präsidium fahren. Übrigens wird Ihr Wagen sichergestellt. Das möchte ich aber nicht. Ich brauche den doch. Außerdem kann ich ihn selber reparieren. Sie wollen doch mit mir nicht diskutieren, was wir zu tun haben. Das ist ja richtig was los hier. Ich bin gerade schon vom Grundstück geflogen. Was? Wo? Da drüben. Da wohnt doch der junge Kollege. Ach so? Ja. Dann hat sein Vater mich eben vom Grundstück geworfen. Aber es ist sowieso witzlos, jetzt mitten in der Nacht in einem Umkreis von 100 Metern nach Patronenhülsen zu suchen. Hm. Es kann auch ein Gewehr dabei gewesen sein, deshalb die 100 Meter. Danke. Also wer? Sie müssen mir schon Namen sagen. Ich kann ja nicht die ganze Straße festnehmen. Das wäre aber das Beste. Dann könnten Sie ihm nichts mehr tun. Es kann hier sowieso keiner drum leiden. Und als er sich da mit Maria verlobt hat, war es ganz aus. Sie war der Liebling der Straße. Hat Ihr Enkel keine Eltern? Nein, sie sind vor 10 Jahren tödlich im Auto verunglückt, mein Sohn und meine Schwiegertochter. Nur Tom hat überlebt. Sie wollen ihn umbringen. Hast du das gelesen? Vor 3 Monaten. Ja, was soll ich da gelesen haben? Der Tom Bernardi war mit seiner Freundin Maria im Urlaub in der Türkei. Sie ist 2 Tage eher zurückgeflogen, aber nach Madrid. Am Flughafen wurde sie festgenommen mit 5 Kilo Kokain im doppelten Boden ihres Koffers. Sie hat gesagt, es wäre sein Koffer, und er hat gesagt, er wüsste nichts davon. Und jetzt ist sie zu 8 Jahren Haft verurteilt. In Madrid. Ja, so geht das manchmal. Geh dich auch ab. Komm du mit Werner nach, ja? Wenn der Bernardi wirklich ein Dealer ist, dann kann das was ganz anderes sein. Wieso was anderes? Na, die nerven ihn nicht mit 3 Warnschüssen. Die legen ihn gleich um. Na, sag mal, was ist los mit euch? Ich höre ja gar nichts mehr. Das ist ja richtig unheimlich. Vielleicht lebe ich gar nicht mehr und weiß es nicht. Es ist ein bisschen schwierig hier. Eigentlich kann uns keiner leiden. Ja, wir haben Sie bei einer Hinrichtung gestört. Was? Nein, Leo ist schon auf dem Weg zurück. Du mach dich mal schlau. Der Mann heißt Tom Bernardi. Wohnhaft Wulfsdorfer Weg 57. Warte mal, das ist doch... Genau der. Also mach mal, Ende. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Lass es mal hell werden, das kann nicht mehr lang dauern. Das hält nicht. Was hält nicht? Es kann sich doch nicht eine ganze Straße gegen uns verschwören. Da haben sie aber Glück gehabt, dass sie nicht erwischt hat. Ja,
Kann man so sagen. Was muss in diesen Leuten vorgehen, dass sie sie umbringen wollen? Acht Jahre sind eine lange Zeit. Und das in einem spanischen Gefängnis, das wird hart für die Maria. Ja, Sie wissen davon. Ja. Tja, das sind doch die Gesetze aus der Franco-Zeit. Maria war nicht mal vorbestraft. Hat Ihre Freundin mit Kokain gedealt? Was ist denn das für eine Frage? Nein, natürlich nicht. Wie kam dann das Kokain in den Koffer? Wollen Sie Polizeischutz haben? Nein, will ich nicht. Was soll ich mit Polizeischutz? Das brauche ich doch nicht. Na denn nicht. Der Halter des Wagens wohnt hier. Und niemand hat was gehört. Ich verstehe sowieso nicht, was das soll. Ja, dass da keiner rauskommt. Das ist komisch. Ja? Was ist los? In Ihren Wagen ist jemand reingefahren. Ja? Haben Sie nichts gehört? Auch keine Schüsse? Nein. Dann wollen Sie nicht rauskommen, nach Ihrem Wagen sehen. Nein, ich lasse Sie morgen früh abschleppen. Denkst du da zu viel, oder? Was ist denn nun schon wieder? Ich dachte, Sie würden mir irgendwie... Ist das jetzt kein Protokoll, was wir hier machen? Nee, das machen wir morgen. Ich muss mir erst mal ein Bild machen. Ja. Können Sie nicht hier in der Stadt bei Verwandten unterkommen? Ich habe keine Verwandten. Ich habe bloß meine Oma. Ja, und in der Pension im Hotel? Ich kann Oma noch nicht alleine lassen, verstehen Sie? Meinen Sie, die versuchen es wieder? Oh, was weiß ich. Die erste Wut ist dann mal raus. Was haben Sie eigentlich für einen Beruf? Ich bin Mechaniker, aber zurzeit arbeitslos. Und wovon leben Sie? Naja, von Oma. Aber ich werde schon wieder was Neues finden. Ja, es gab da mal einen anonymen Hinweis gegen mich aus der Straße. Aber es ist nichts bei rausgekommen. Kennen Sie Friedhelm Enzinger? Das war mal ein Freund von mir. Es ging doch um Kokain und Heroin. Ich sag Ihnen doch, es ist nichts dabei rausgekommen. Aber bei Enzinger? Er ist bis vor einer Woche gesessen. Und wer hat auf Sie geschossen? Das fragen Sie mich? Das sollen Sie doch rauskriegen. Was ist das für ein Verhältnis, das Sie zu Stefan Kahnuth haben? Zu dem Polizisten? Das kann ich Ihnen ganz einfach sagen, was das für ein Verhältnis ist. Stefan und ich konnten uns schon als Kinder in der Schule nicht ausstehen. Ja, und später dann, als ich mit seiner Schwester gegangen bin, mit der Maria, mein Gott, da ist er ja fast geplatzt vor Eifersucht. Eifersucht? Mach bitte weiter. Also, was wollen Sie mich jetzt fragen? Haben Sie eine Waffe? Nein. Nehmen Sie Drogen, Heroin, Kokain? Nein, nein. Das mit der Waffe stimmt schon mal nicht. Ihre Großmutter hat damals ausgesagt, dass Sie eine haben. Na, was ist? Also eins verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, Sie untersuchen hier einen Mordanschlag auf mich.
Und dann ist der Notarzt gekommen. Wir sind natürlich hin und rein. Nicht ins Haus, nur in den Garten. Frau Kanot ist an einem Herzschlag gestorben, sagt der Notarzt. Das ist die Mutter des Polizisten. Und Oma Bernardi will, dass wir die ganze Straße festnehmen. Na, wenn es schlimm kommt, brauchen wir für jedes Haus einen Durchsuchungsbefehl. Stellt uns niemand aus. Da keiner mit uns spricht, wissen wir nicht, wie viele Schüsse wirklich abgefeuert wurden. Die Bernardi sagt, sie weiß es nicht. Drei vielleicht. Im Wagen haben wir zwei Geschosse gefunden. Eins stammt aus einer Kurzwaffe und eins mit großer Wahrscheinlichkeit aus einem Gewehr. Leo, was ist? Moment, ich bin gleich fertig. War irgendwas falsch? Wo ist Bernardi? Ich habe ihn nach Hause geschickt, er kommt morgen wieder. Und wie kommt er nach Hause? Streifenwagen bringt ihn hin. Was ist los? In der Straße ist eine Frau an Herzschlag gestorben. Und das verschärft die Situation nochmal. Polizeischutz will er nicht, warum auch immer. Wegziehen kann er nicht wegen seiner Oma, also? Was können wir tun? Danke fürs Einfahren. Ist schon in Ordnung. Verrückt. Das war der Unfall seiner Eltern. Du lieber Himmel. Orgelmusik. Jetzt kannst du zu Frau Bernardi. Aber bitte, Piano, es geht dir noch nicht besonders. Und der Riedmann lässt dir ausrichten, dass... Sag mal, kannst du das nicht mal ausmachen?
Friedmann lässt ja ausrichten, die Geschosse, die Tom Bernardi getötet haben, die stammen aus nur einem Gewehr. Aus einem? Ja, sagt er, aus einem. Also nicht wie bei dem ersten Mordanschlag aus zwei oder drei Waffen. Dann war es ein automatisches Gewehr. Das weiß ich nicht, aber die Einschüsse lagen sehr eng beieinander. Er war sofort tot. Tja, mehr habe ich nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, jetzt haben Sie es geschafft. Dein Freund Friedhelm. Sein Freund Friedhelm Enzinger. Henry soll mir den mal besorgen. Wir werden den Mörder kriegen. Habe ich doch schon, er sitzt doch schon da. Na, ich kenne doch meinen Leo. Herr Enzinger will wissen, ob Tom B. der Tom B. ist, den er meint, seinen Freund. Ex-Freund. Ex-Freund. Er hat im Radio gehört, dass ein gewisser Tom B. erschossen worden ist. Das mache ich doch sowieso. Ja, okay. So. Und jetzt zu uns beiden, Herr Enzinger. Bringen Sie mich da in irgendeinen Zusammenhang mit dem Mord? Davon können Sie ausgehen, ansonsten säßen Sie nicht hier. Hey, ich protestiere. Sie sollen hier nicht protestieren, Sie sollen Ihre Beziehung zu Ihrem Ex-Freund beschreiben. Danach fahren wir in die Rechtsmedizin und da werden Sie ihn identifizieren. Ich denke ja gar nicht dran. Das wollen wir doch mal sehen. Der hat doch seine Oma. So läuft das nicht, Herr Enzinger. Ich höre. Der hat mich gelinkt. Gelinkt hat er mich um 50.000 Mark. Er wollte mir einfach nicht wiedergeben. Die 50.000 und weiter? Nix weiter, das war's. Was schauen Sie denn so? Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie Sie 50.000 Mark verdient haben wollen, wo Sie erst seit einer Woche aus dem Knast sind. Das war doch noch von vorher. Das sind Drogengelder, nicht wahr? Nein. Die Nummer nicht schon wieder. Ich hab das abgesessen, Mann. Im Prozess haben Sie von dem Geld nichts erwähnt. Ich hab gejobbt, mal da, mal da. Klar. Geld aus strafbaren Handlungen kann man nicht absitzen. Wenn du dich mit denen zusammentust, kannst du hier gleich ausziehen. Wie soll ich mich denn verhalten? Ich hab nicht irgendeinen Beruf. Was glaubst du, was die in meine Personalakte einschreiben? Mein Gott. Mutter ist gerade erst tot und wir streiten uns. Du hast wieder angefangen. Dann geh. Ich kann nicht gehen, wenn du das nicht verstehst. Ich kann nicht so tun, als ob hier nichts passiert wäre. Wieso verstehst du das nicht? Ich habe gesagt, du kannst gehen. Vielleicht bist du mir eines Tages dankbar, wenn ich gegangen bin. Soll das eine Drohung sein? Ich will uns auch vor Verdächtigungen schützen. Wieso ist das so schwierig? Beileid zum Tod Ihrer Mutter. Ja, danke. Ich möchte Herrn Hauptkommissar Chris sprechen. Ich werde es ihm sagen. Es liegt ein Fluch auf der Familie. Jetzt sind sie alle weg. Was waren denn so seine Träume? Warum ist er nicht reingekommen?
Antworten Sie mir. Der Schlüssel steckte von innen. Dann habe ich ihn umgebracht. Nein, nein, Frau Bernardi. So ist es nicht. Kannst du mal bitte kommen, Leo? Es ist ein Fluch. Ich bringe niemandem Glück. Meinem Mann nicht. Meinem Sohn nicht. Meine Schwiegertochter. Und jetzt Tom. Dem auch nicht. Geben Sie mir Ihre Hand. Was waren denn die Lebensträume von Tom? Naja, irgendwas wollte er doch werden. Rennfahrer wollte er werden. Und das bei dem Tod seiner Eltern? Ja. Und bei dem Wunder, dass er das überlebt hat? Er wollte schneller sein als der Tod. Hat er mal gesagt. Aber man kann nicht schneller sein als der Tod. Nein, das kann man nicht. Warum sind Sie gekommen? Es muss doch einen Grund haben. Denn eigentlich wollten wir uns doch im Präsidium sehen. Ist das der Tod Ihrer Mutter? Nein, das ist der Tod von Tom. Jetzt kann ich nicht mehr so tun, als ob mir nichts passiert ist, nicht mehr nach dem Tod von Tom. Ich bin auch Polizist. Aha, okay. Lassen wir uns reingehen. Nein, ich möchte da nicht reingehen. Aber Sie wollen uns helfen. Ja, ja, das bin ich mir selber schuldig. Gut, ich komme nachher rüber zu Ihnen, dann gehen wir Haus für Haus durch. Sagen Sie bitte auch Ihrem Vater, dass ich ihn sehen möchte. Es geht ihm nicht gut. Sagen Sie es ihm trotzdem. Die haben wir jetzt noch gefunden. Das dürfte die dritte sein. Sehr gut. Jetzt sind wir auf das dritte Geschoss, Leo. Alles Gewehrmunition. Alles ein Kaliber. Wir haben vier mögliche Standorte von Schützen zu suchen. Drei beim ersten Anschlag auf Tom Bernardi und einen jetzt beim zweiten. Und den vorrangig. Mehr als zwei Trupps Spurensicherung kriege ich nicht, Leo. Wisst ihr, was der Traum war von Tom Bernardi? Formel-1-Fahrer mit Friedhelm Enzinger als Werkstattchef. Nicht schlecht. Das sind Träume. Aber dazu braucht man viel Geld. Wie verdient man das? Lass den Wagen von Tom Bernardi auseinandernehmen. Das hatte ich sowieso vor. Kommt ihr noch mal raus? Wir fahren jetzt vorne weiter. Wir können eine Aussage erzwingen. Ja, dann erzwingen Sie mal. Was sind Sie denn für Menschen, dass Sie einen Mordversuch und einen Mord decken wollen? Seine Eltern haben schon nichts getaugt. Die ganze Sippschaft taugt nichts. Bis auf Oma Bernardi. Hey, was ist nun? Was heißt denn, was ist nun? Haben Sie es eilig oder was? Besonders. Na also, es will Sie nämlich erst noch mit dem Chef sprechen. Und dann fahren wir in die Rechtsmedizin. Was war denn aus dem Wagen? Was für ein Wagen? Der Wagen von Tom. Den erbt seine Oma, nehme ich an. Na klar. Wer sonst?
Und wo ist der Wagen jetzt? In der Werkstatt. In was für einer Werkstatt? Was für eine Werkstatt? In der Polizeiwerkstatt. Hat die Werkstatt eine Adresse? Wieso das denn? Weil ich mir den Wagen mal ansehen will. Unsere Werkstatt hat keine Adresse. Können Sie das beweisen, was Sie da von Tom Bernardi behaupten? Nein. Dann ist das ein etwas merkwürdiger Satz für einen Polizisten. Der Dienst an diesem Staat verpflichtet mich nicht, keine Meinung zu haben. Über Tom Bernardi können Sie das gleiche auch von mir hören. Tom Bernardi hat meine Tochter Maria für 8 Jahre in ein spanisches Gefängnis gebracht. Aus Geldgier. Haben Sie vergessen, dass meine Mutter vor ein paar Stunden gestorben ist? Nein. Haben Sie denn gedacht, ich kann Ihre Familie da raushalten? Jetzt haben wir den Beschluss, Ihr Grundstück zu durchsuchen. Wollten Sie doch. Sie haben einen Durchsuchungsbeschluss. War zu erwarten. Herr Kahnhut, ich kann nicht so tun, als gäbe es diesen Konflikt nicht zwischen Tom Bernardi und Ihrer Familie. Es gibt keine Familie Kahnhut mehr. Und Sie sollten sich schämen, uns so nahe zu treten nach dem Tod meiner Frau. Fangt bitte in den anderen Räumen an, ja? Darf man mal wissen, was wir überhaupt suchen? Ein Gewehr, zum Beispiel. Tut mir leid, aber wenn Sie uns helfen wollen, dann müssen Sie das schon aushalten. Tom Bernardi hat gedealt, Kokain, Heroin, was Sie wollen. Das wusste jeder hier. Nur nicht die Polizei. Und warum haben Sie das nicht angezeigt, Herr Kollege? So, und jetzt lassen Sie uns über die Menschen reden hier in der Straße. Du sagst gar nichts mehr. Haben Sie Waffen im Haus? Also? Keine. Außer meiner Dienstwaffe. Wissen Sie, woran meine Frau gestorben ist? Der Pfarrer hat gesagt, an gebrochenem Herzen. Da war ein Wäschetrockner drin. Schau mal. Waren Sie mal Jäger? Das ist lange her. Und Sie haben jetzt keine Waffe mehr? Nein. Aber Munition? Kann sein. Wo ist denn die Stange zur Bodenklappe? Na, was ist? Soll ich sie suchen lassen? Oben links hinter der Treppe. Ich habe nie verstanden, warum mein Sohn unbedingt zur Polizei musste. Ist das Maria? So sieht Maria jetzt schon nicht mehr aus. Und in 8 Jahren ist sie eine alte Frau. Das kann ich nicht allein entscheiden, wie wir Mutter beerdigen. Die
Bestatter sagen, wir sollen erstmal eine Liste machen, wenn wir alles benachrichtigen müssen. Dann mach mal. Bin ich jetzt verhaftet? Wenn keiner was gesagt hat, nicht. Nicht? Das mit der Identifizierung seines Freundes in der Rechtsmedizin war nur eine Finte. Ich wollte wissen, wie er reagiert. Das Auto scheint ihn zu interessieren. Na, was für ein Auto? Das von seinem Ex-Freund Tom Bernardi. Und er fühlt sich von ihm um 50.000 Mark gebrüllt. Der Wagen, klar, der Wagen. Die Bernardis. Das geht schon lang so. Als sie den Unfall hatten vor 10 Jahren, da haben sie fast in jedem Haus Schulden gehabt. Der Wagen. Bernardi wollte nicht hergeben. Und der andere will ihn unbedingt haben. Wo ist Riedmann? Ja, schon unterwegs. Er wollte wissen, wo du ein Gewehr verstecken würdest. Oh, hinterm Dachsparren. Oben auf dem Dachboden. Hat er eins gefunden? Nein, bis jetzt noch nicht. Na, dann wollen wir mal. Da, mein Name ist Chris. Bleiben Sie sitzen. Also? Ich muss sofort weiter, aber das ist wichtig. Das Ergebnis aus der Werkstatt. Danke. Der Wagen. Was denn für ein Wagen? Na, der Wagen von Tom Bernardi. Was ist da drin? Der Wagen, den wollten Sie doch haben. Was soll denn da drin sein? Eine Verschalung der linken Wagentür, 2,5 Kilo Kokain. In der rechten Tür 3 Kilo Kokain. Jetzt wissen wir, worum es ging letzte Nacht. Nicht 50.000 Mäuse, sondern fast 6 Kilo Koks. Hey, Moment mal, Moment! Das hat er Ihnen gestuldet und das ist wohl ein bisschen mehr wert, nicht? So, nun setzen Sie sich wieder hin. Das war eine gute Gelegenheit letzte Nacht. Und Sie haben sie genutzt. Was denn für eine Gelegenheit? Sie haben gestern Abend mit Oma Bernardi telefoniert und nach Tom gefragt. Ja, so einfach ist das manchmal. Ich sag kein Wort mehr. Oma Bernardi hat Ihnen erzählt, dass die in der Straße versucht haben, Tom umzubringen. Das war für sie die Gelegenheit, sich dran zu hängen. Aus einer besseren Deckung heraus konnten sie gar nicht schießen. Mein Kollege Riedmann besorgt eben einen Hausdurchsuchungsbeschluss für ihre Wohnung. Dann schauen wir mal. Hey, da komme ich aber mit. Können Sie. Mann, so viel Scheiß auf einmal habe ich ja noch nie gehört. Ja, Heimann. Nein, Riedmann nicht, aber Kress. Ja, Moment. Leo. Kress hier? Ja. Nein, Riedmann wird gleich hier sein. Aber warum können Sie mir das nicht sagen? Was soll das? Sie unternehmen nichts. Wir sind gleich da. Ende. Gehen Sie bitte mit Herrn Enzinger einen Moment raus. Ne? Was soll das jetzt wieder? Kommen Sie. Die Kollegen haben auf dem Dachboden von Kanut ein Gewehr gefunden. Und jetzt? Du kannst gleich wieder umdrehen. Die haben ein Gewehr gefunden bei Kanut. Was machen wir mit ihnen? Bitte bleib erst mal hier. Meinst du, ich lass den laufen? Du nimmst ja jetzt 2 Kollegen vom Rauschgiftdezernat mit und dann nimmt er seine Wohnung auseinander. Und was heißt das konkret? Frag mich nicht. Ich weiß ja noch nicht, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall will ich Enzinger dann nachher in der Siedlung sehen, ja? Was ist mit dem Gewehr? Ah ja, Werner. Du kannst gleich auf die Schnelle einen Schussvergleich organisieren, ja? Und wer geht mit? Das ist vielleicht eine Frage. Du. Werner kommt sofort nach.
Dein Revier hat angerufen. Du hast erst mal frei. Wo sind sie? Auf dem Dachboden schon ziemlich lange. Was hat das zu bedeuten? Du bist der Polizist, nicht ich. Willst du auch einen? Nein, will ich nicht. Du gehst nicht raus. Na, das ist doch schon mal was. Danke. Waffe entladen und gesichert. Lass mal riechen. Da ist rausgeschossen worden. Und eine automatische ist es auch. Wo habt ihr sie gefunden? Da hinten, hinterm Kamin. Dachsparren war beinahe richtig. Das Kaliber ist das gleiche wie bei der Munition, die ich in der Werkstatt gefunden habe. Na bitte. Ich denke, Sie haben keine Waffen im Haus. Und was ist das? Die Munition dazu habe ich in Ihrer Werkstatt in der Garage gefunden. Und daraus geschossen worden ist auch. Was machen wir denn jetzt? Wir werden die Waffe auf Fingerspuren untersuchen, einen Schusstest machen und ich denke, dann ist einer von Ihnen dran. Ich habe damit geschossen. Aber wir wollten ihn nicht töten. Wir wollten ihn nur endgültig vertreiben. Moment, Moment. Wir haben ihn ja auch nicht getötet. Ich kann Ihnen zeigen, wo ich gestanden habe. Und wer waren die beiden anderen, die geschossen haben? Das werden Sie nie von mir erfahren. Herr Karnold, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des Verdachts des versuchten Mordes an Tom Bernardi. Drehen Sie bitte um. Gehen wir. Kommen Sie nicht mit? Nein. Und wer hat Bernardi dann erschossen? Das dürfen Sie mich nicht fragen. Ich war es nicht. Es war auch nicht abgesprochen. Der Schusstest wird uns sagen, was wirklich passiert ist. Wo haben Sie gestanden? Da drüben an der Dachrinne. Kommen Sie. Jetzt wird ja der Enzinger doch wieder interessant für den Mord an Tom Bernardi. Kann leicht sein. Und von wo haben die anderen geschossen? Einer von dort und einer dort von vorne. Werner, stimmt das hier?
An der Ecke haben wir eine Patronenhülse gefunden. 2 Meter entfernt. Die ist schon im Labor. Ich habe sie im Dunkeln nicht finden können. War er es? Das wissen wir nicht. Welcher Teufel hat sie geritten, auf einen Menschen zu schießen? Weiß Ihr Sohn davon? Nein, er weiß nichts. Sie sollten uns sagen, wer die beiden anderen Schützen waren. Kann ich jetzt, Leo? Ja, du kannst. Sollen wir ihn gleich mitnehmen? Nee, später. Erst bringen wir das hier zu Ende. Ja, Stefan Kanut. Wenn uns dein Vater da reinzieht, dann kannst du gleich abhauen von hier. Du hast deine Stimme auch schon mal besser verstellt. Ich glaube nicht, dass ihr uns drohen könnt. Weder meinem Vater noch mir. Ja, wir haben vergessen, dass du ein Polizist bist. Das war ein Fehler. Können Sie meinem Vater nicht die Handschellen abnehmen? Sie kennen doch die Vorschriften. Sie wissen, wo wir jetzt hingehen? Nein. Zu dem Punkt, von dem aus Tom Bernardi erschossen worden ist. Kommen Sie. Ich weiß nicht, was das Ganze soll. Moment. Die Burkhardts sind in Ferien. Aha, danke. Kommen Sie. Hier muss der Mann gestanden haben, der geschossen hat. Hier, Kanut! Hier! Gerd, gehst du bitte rüber. Was machen Sie mit mir? Was habe ich damit zu tun? Ich habe ihn nicht erschossen. Frau Bernardi, gehen Sie bitte wieder rein. Warum denn? Es ist doch noch gar nicht sicher, dass es Herr Kanut war. Bitte. Wir haben hier 3 Patronenhülsen gefunden. Alle aus ein und demselben Gewehr. Die Schüsse sind sehr schnell hintereinander gefallen. Und Sie haben ein automatisches Gewehr. Herr Kanut. Na und? Herr Kress, Stefan Kanut will Sie sprechen. Ja, soll er herkommen? Er will aber nicht. Er wartet im Haus auf Sie. Gerd, du machst weiter und Sie bleiben bitte hier. Was will denn Stefan? Ich weiß es nicht. Ich möchte dabei sein. Das wird nicht gehen, Herr Kanut. Haben Sie schon das Ergebnis vom Schusstest? Nein. Warum? Ich will Ihnen helfen. Die anderen beiden, die außer meinem Vater noch geschossen haben, sind Frank Köhler und Hans Bertel. Hans Bertel kommt gleich von der Arbeit nach Hause. Frank Köhler ist da. Der hat keine Arbeit. Und warum jetzt auf einmal? Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, ich bin auch Polizist. Ich habe das nicht vergessen. Tja, dann werde ich die beiden jetzt festnehmen lassen.
Gerd, vielleicht können wir das jetzt hier erstmal zu Ende bringen. Ja, gleich. Ihr könnt jetzt Frank Köhler und Hans Bertel festnehmen, hier aus der Straße. Verdacht auf versuchten Mord. Holen Sie sich Verstärkung und du fährst dann gleich mit zum Haftrichter. Dann nehmen wir gleich die Kollegen von der Bereitschaft mit. Gut. Vielleicht haben Sie mir jetzt was zu sagen. Hat der denn gesagt, dass wir den festnehmen müssen? Das habe ich doch gar nicht. Das haben die Kollegen vom Rauschgift in seiner Nacht veranlasst. Wir haben Heroin bei ihm gefunden. Du wolltest ihn doch hier haben. Ja. Tom Bernardi ist eindeutig mit dem Gewehr von Herrn Carnot getötet worden. Mit 3 Schüssen. Leo? Ich habe sie nicht vergessen. Glauben Sie das nicht? Ich habe Tom Bernardi getötet. Ich musste das tun. Nach dem Tod meiner Mutter habe ich das Gewehr geholt. Ich habe gewartet, bis Tom wiederkam. Nach Hause. Herr Carnot, ich nehme Sie vorläufig fest wegen Mordes an Tom Bernardi. Hat Ihr Vater das gewusst? Nein, das war ich ganz allein. Ja. Es gibt es die Familie Carnot wirklich nicht mehr. Sie werden sitzen, lange. Ihr Vater wird sitzen. Und Ihre Schwester Maria ist in einem Gefängnis in Spanien. Kann man für Sie nichts tun? Gar nichts. Ja, jetzt nicht mehr. Tom Bernardi, den einzig möglichen Entlastungszeugen. Haben Sie erschossen.